Hallo meine lieben Digirater, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Masters Online. Heute mit einem Digimon, auf das ich persönlich schon sehr gewartet habe, dass es endlich rauskommt. Aus der Kategorie Waifumon, ein Digimon aus Digimon Cross Wars, wo es seinen allerersten Auftritt hatte. Und zwar der neu erschienene Burst Mode zur bestehenden Minervamon-Line, also Black Gatomon. Dann Lady Devimon, Minervamon und jetzt ist heute frisch erschienen der Burst Mode dazu, nämlich Mervamon. Im Zuge dessen natürlich auch noch Jet Mervamon, aber Jet Mervamon schauen wir in einem separaten Video noch an. Und ja, das Ganze aktiviert man, indem man aus dem Cash Shop oder bei anderen Spielern, falls sie das anbieten, Growth of the Goddess, das Item, sich holt für 49 Crown bzw. 3,90 $. Gibt es das dann dementsprechend zu holen. Und wie das Ganze dann aussieht, schauen wir uns jetzt natürlich an. Das hier ist natürlich erstmal das Mega-Level, also Minervamon. Aber aus diesem digitieren wir natürlich hoch zum heute neu erschienenen Mervamon. Und man sieht auf jeden Fall einen kleinen Unterschied designmäßig. Also beide basieren natürlich auf Minerva, beziehungsweise ja dann dementsprechend Merva, der griechischen Göttin, beziehungsweise sind auch beide kategorisiert unter den Olympus 12 und ja, sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Also mir gefiel das Digimon auch schon in der Serie, aber hier das Modell im Spiel, da haben sie auch nochmal sehr gute Arbeit geleistet. Großes Schwert, Schlangenarm und wie man schon sehen kann, diese Animation vom Schlangenarm, sehr cool auf jeden Fall. Und natürlich, ja, sehr, sehr tolles Modell auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bei ihr an die Gesichtspartie ranzoomt, sieht man, wie gut die geworden ist. Also ich finde, gerade die Kopfpartie ist super geworden. Also da haben die wirklich echt gute Arbeit geleistet. Also wie schön detailliert das Ganze ist, das sieht echt gut aus. Und natürlich, ganz wichtig, große Argumente werden hier einem präsentiert, warum man sich das Digimon holen sollte. Natürlich meine ich damit das große Schwert und natürlich den großen Schlangenarm. Woran denkt ihr denn jetzt gerade? Nee, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Ganze ist natürlich, wie man sehen kann, ohne fancy Effekte noch mit dabei. Also hier haben wir keine Burst Mode, Aura oder sonst irgendwas mit dabei. Keine Blitze oder sowas, die aus dem Körper rausgehen. Sondern ganz normales Modell ohne irgendwelche solchen Extra-Effekte. Hier haben wir noch so ein leichtes, sieht man ja immer mal wieder, dieses Zucken vom Arm. Sehr cool auf jeden Fall. Und aus dem Kopf kommt hier immer wieder so eine Schlangenzunge raus. Also wirklich, was das Modell betrifft, haben die sehr gute Arbeit geleistet, finde ich. Also da haben die wirklich ein sehr schönes Digimon rausgebracht. So sieht die Bewegungsanimation aus. Finde ich persönlich, weiß ich nicht, bisschen komisch, weil das Ganze so verlangsamt wirkt. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, ob mir das persönlich so gut gefällt oder nicht, weil ich finde, das wirkt so ein bisschen komisch, vor allem wenn unser Protagonist, also unser eigener Tamer, so ein bisschen schnell und mit den Füßen unterwegs ist und dann die Schritte von ihr so langsam sind. Aber auf jeden Fall ansonsten wirklich sehr, sehr gutes Modell. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Digimon hat auch einen Ride-Mode. Bei diesem steigen wir auf und sitzen auf dem Schlangenkopf oben drauf. Das Ganze findet auch ohne irgendwelche großen Extra-Effekte statt. Und wenn wir uns mit diesem fortbewegen, sieht das Ganze dann so aus. Ist ein ganz cooler Ride-Mode, vor allem ist es auch mal ein bisschen was anderes, finde ich. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also overall gefällt mir das Digimon eigentlich sehr, sehr gut. Da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet. So, dann schauen wir uns natürlich noch die restlichen Sachen an, die zu Mervamon dazugehören natürlich. Und zwar natürlich angefangen mit den Stats. Dazu muss man sagen, meins ist Level 130, 138,42% von der Größe her. Und aber noch nicht komplett perfekt ausgeklont. Also,
Zumindest die Stufen, die ich bisher gemacht habe, sind perfekt, aber ist es noch nicht komplett ausgeklont. Wie man da sehen kann. Deswegen, da sind jetzt noch nicht alle Stats auf der Höhe, wie sie sein könnten, aber das schauen wir uns dann gleich an. Was ist sonst noch zu sagen? Es ist, wie bereits bekannt, Attribut Virus und Stahl von den Grundattributen. Sie ist ein Short Attacker. Nature Spirits ist das Family Attribute, hat nur ein Family Attribute deswegen. Und es ist S+ vom Rang her. Hat 2 Skills und diese sind bei mir beide jetzt auf 10 von 10. Von der Skill-Level-Stufe schon mal, ja, hochgelevelt. So, den Deckbuff habe ich schon mal rausgepackt, damit wir da zumindest akkurate Base-Werte bekommen. Und den switchen wir dann natürlich wieder an, sobald wir mit den Stats, wo der Deckbuff eingreifen würde, dann durch sind. Dazu muss man aber auch noch sagen bei den Stats, wir haben im Moment natürlich jetzt 4 Wochen lang dieses Zweifach-Stat-Event, also die Grundwerte HP, Digi-Soul, AT und Defense sind verdoppelt und ebenfalls die Skill-Damage-Werte, also die Werte, sobald das Zweifach-Stat-Event endet, sind dann natürlich dementsprechend in diesen Punkten dann halbiert. Also man muss die Werte zum Beispiel wie beim HP dann imaginär halbieren, damit man dann die akkuraten Werte dann nach dem Zweifach-Stat-Event dann parat hat. Aber ja, im Moment während des Zweifach-Stat-Events haben wir hier einen HP-Wert von 12.331 plus dann noch alles, was bei mir oben drauf kommt, plus perfekte Klonstufe 7 beim HP-Wert, komme ich dann im Moment bei ihr auf 26.726 HP. Dann haben wir einen Digi-Soul-Wert von 3962. Dieser ist natürlich auch der verdoppelte Wert in dem Fall. Insgesamt komme ich dann im Moment auf 13.551. Der AT-Wert ist ebenfalls verdoppelt. Deswegen, da sind wir normalerweise dann bei 1705. Aber jetzt sind wir bei 3410. Plus perfekte Klonstufe von 12 auf dem AT-Wert. Das heißt, da noch nicht genauso wie beim HP-Wert vollständig ausgebaut. Komme ich dann im Moment insgesamt auf 16.931 oder 16.928, je nachdem, welchen Wert man nehmen möchte. So, der Grundattack-Speed von diesem Digimon liegt bei 1,9, was auf jeden Fall ein sehr schöner, solider Wert ist. Insgesamt, wenn ich dann jetzt noch einen Deckbuff mit 15% Attack-Speed noch draufpacke, komme ich dann auf 1,045, was definitiv ein sehr schöner Wert ist. Und natürlich, weil es Legendary Knights of Vexin ist, wird natürlich mein HP-Wert nochmal höher. Dann haben wir den CT-Wert. Dieser ist der einzige Wert, der bisher komplett 15 von 15 fertig, perfekt geklont ist bei ihr. Da haben wir jetzt einen Grundwert von 23,34%. Insgesamt komme ich dann mit allem plus halt perfekte Klonstufe, was bei mir noch draufkommt, auf 224,63%. Der Hitrate-Wert liegt bei 490. Auch, ja, solides Mittelfeld. Da haben wir dann insgesamt 7.458 bei mir. Der Defense-Wert ist natürlich verdoppelt, deswegen muss man den im Kopf halbieren. Da sind wir dann bei 212 Defense. Plus dann alles, was noch oben drauf kommt, jetzt mit dem verdoppelten Wert, komme ich dann auf 4.281. Block ist bei mir jetzt erst auf Stufe 6 geklont, deswegen komme ich da auf 33,80%. Bei perfekter Stufe wäre ich da natürlich bei 105%. Und EV haben wir 28,40%. Insgesamt komme ich dann mit Klonstufe 8, also perfekter Klonstufe 8, dann auf 114,23% im Moment. Also da geht auf jeden Fall noch definitiv einiges. Also das muss man bei diesem Digimon dann bedenken. Vor allem jetzt während des Zweifach-Stat-Events, weil bei mir jetzt, wie gesagt, das noch nicht fertig geklont ist. So, dann haben wir natürlich noch die Skills. Da haben wir einerseits die F1 Night Stalker, heißt die. Skill Level 10 von 10 bei mir jetzt. Verbraucht 126 Digisoul, wenn man es verwendet. Attribut ist Stahl. Braucht 2 Skillpunkte, wenn man das upgraden möchte. Hat einen Cooldown von nur 3 Sekunden, was auf jeden Fall ganz cool ist. Und natürlich hier haben wir jetzt auch den verdoppelten Skill Damage Wert. Normalerweise wären wir dann bei ich glaube 6000 irgendwas, weil es muss ja noch dann die Klonstufe vom AT-Wert natürlich oben drauf kommen.
Plus, aber jetzt im Moment sind wir bei 14.047 plus den AT-Wert plus bei mir habe ich noch auf einem der Accessories jetzt im Moment Skill Damage. Ist auf jeden Fall jetzt im Moment ein sehr solider Wert. Und dann haben wir noch die F2, Final Strike Roll heißt die. Auch bei mir jetzt Skill Level 10 von 10. Verbraucht 286 Digisoul, wenn man es verwendet. Ist vom Attribut her Stahl. Braucht 3 Skillpunkte pro Upgrade. Hat einen Cooldown von 8 Sekunden. Also nicht wirklich einen allzu hohen. Und dann haben wir einen Damage-Wert im Moment von 34.801. Plus dann alles, was noch oben drauf kommt. Da muss man dann natürlich mit 17.400 jetzt ungefähr rechnen, wenn man das direkt halbieren will. Aber durch die Klonstufe wird das Ganze dann natürlich ein bisschen verfälscht. Deswegen, da muss man nochmal mit ein klein bisschen weniger rechnen. Aber ja, das auf jeden Fall soweit zu den Grundstats von diesem Digimon. Also vor allem während des Zweifach-Stat-Events ist es auf jeden Fall sehr solide. Kann man auf jeden Fall machen. Natürlich, sobald das Zweifach-Stat-Event endet, ist es in dem Sinne nur noch ein Rang S-Plus-Digimon. Aber das hält ja viele Leute trotzdem nicht davon ab, das für manche Sachen zu verwenden. Vor allem, wenn es sich um ihre Lieblings-Digimon handeln sollte. Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass dieses Digimon jetzt den Weg ins Spiel gefunden hat. Von mir aus hätte man es auch noch einen Rang höher machen können. Aber S-Plus ist auf jeden Fall ganz solide, würde ich sagen. So, dann schauen wir uns jetzt natürlich gleich dann noch die Auto-Attack-Animationen und die Skill-Animationen an, wie immer natürlich in einer Montage. Also sehen wir uns dann gleich dann noch wieder, sobald wir damit dann durch sind, um noch ein Abschlusswort zu Meramon dann, ja, dazu lassen. Also, bis gleich! So, nachdem wir jetzt die Skill- und Auto-Attack-Animation gesehen haben, abschließendes Fazit zu Meramon. Also mir gefällt, was sie mit Meramon gemacht haben, sehr, sehr gut. Tolles Modell, tolle Animationen und natürlich auch alles, was ansonsten noch dazu gehört. Klar natürlich, es ist nur ein S-Plus-Digimon, also das muss man natürlich dazu sagen. Also für Leute, die auf ein richtig, richtig starkes Digimon aus sind, vor allem wenn das Zweifach-Stat-Event endet, da ist es natürlich ein bisschen limitiert, was das natürlich betrifft. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir, wie gesagt, ansonsten sehr, sehr gut, was sie mit diesem Digimon gemacht haben. Und ich freue mich natürlich auch auf weitere Digimon in der Zukunft, die ihren Weg noch, genauso wie Meramon und Jet Meramon, das wir uns auch noch in einem separaten Video anschauen werden, dann, ja, ins Spiel finden werden. Und damit freue ich mich auf jeden Fall auf die Zukunft und hoffe, ihr freut euch dann auch auf das Video zu Jet Meramon. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonniert nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.